Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Wie heißt das Projekt nochmal? Fit Fist Infinity Evolved. Dankeschön. Gerne. Ich die Folgen in diesem Projekt und ich vergesse einfach mal den Namen vom Projekt. Kann passieren. Das darf eigentlich nicht passieren. Stimmt. Ja, mit dabei das. Ich brauche einen Moment. Okay. Scheiße. Okay. Okay, mit dabei das Woche teilen wir es und wir machen heute im Twilight Forest weiter. Genau. Wieso passiert denn solche Dinge immer mir? Gute Frage. Okay, wir sollen hier im Twilight Forest erstmal hier den kleinen Elefanten mobben. Ja. Nicht jetzt mal, aber wir sollen hier den Alpha Yeti suchen. Oh. Mhm. Stimmt, hier gibt es ja jetzt auch Winterwölfe. Ja, so. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir oft nicht hier hinlaufen, weil es waren schon bis 1000 Meter und. Da wir letztes Mal schon so lange gesucht haben, haben wir uns jetzt gedacht, fliegen wir einfach kurz hin und ja. Ja, und da ist auch schon der Alpha Yeti. Ah, da ist der fette Brocken. So. Sollen hier die normalen Yetis wegschießen? Mhm. Oh, der hat mich gefetzt. Aha, something with Herr. Ja. Alter, was rasiert denn hier weg? Wow. Der hat ordentlich abgebaut. Okay, wie ist das jetzt dahin? Das hier ist einmal für dich. Ja. Alpha Yeti. Aha. Lol. Kann man die craften? Nö. Okay, aber damit sollten wir das nächste Schiefern fertig haben. Aha. Und es sollte weitergehen zur genau. Wir müssen jetzt rauf zum Gletscher. Oh, Gletscher, okay. Ja, da ist eigentlich immer in der Nähe von dem Schneebiom. Ah, das. Lasst mich jetzt durch. Müssten wir eigentlich recht leicht finden. Ah, ich sehe ihn schon. Okay, danke. Ja, und hallo, lass mich los, du Arsch. Was ich kurz sagen muss, falls ihr jetzt plötzlich so ein seltsames Symbol hier oben seht, dann habe ich wahrscheinlich immer noch ein kleines Problem, was den Videocodec betrifft. Aber das dürfte ich dann ab der nächsten Aufnahmesession dann behoben haben, falls es noch sein sollte. Wo bist du? Ja, ich bin jetzt auf der Oberfläche. Also ich bin jetzt hier schon an dem Aurora-Tempel. Ja, ich bin auch schon da. Gut, so. Dann hier ist auch der Eingang. Ja. Bevor wir hier aber auch reingehen, ich weiß jetzt nicht, was mit dem Server passieren wird. Beim letzten Mal, als ich das gemacht habe, ja, mit dem lieben Street, hier sind Mobs drin, die haben den Server zum Abstürzen gebracht. Okay. Also es könnte sein, dass wir das wirklich diesen Tempel hier überspringen müssten. Ja. Aurora Block. Das sind auch wieder interessante Blöcke, muss ich sagen. Wow. Ein bisschen schnell. Geh du mal da unten, ich geh mal hier rauf. Ja. So. Und zwar müssen wir hier drin wieder den nächsten Boss suchen, und zwar die Snow Queen. Ah, okay. Oh, verdammt. Da ist eine Kiste. Enchanted War Punch zwar nicht so gut, aber Ironwood. Nehmen wir mal mit. Ah, man. Okay, man schlüsselt sich den Kopf. Das hast du nicht mal das. Nee, das nicht. Die Schuhe ausziehen. Oh, nice, Bow. So, dann kommt jetzt mal meine Jump. Okay, meine Jump. Ah, oh, hier sind diese Gegner. Ja. Ah, sieht aber gut aus. Okay. So, da hat es Bock gemacht. Die können mittlerweile explodieren. Oh, okay. Wow, ich bin immer noch so schnell, ich muss die komplette Rüstung aus. Oh, nice Ward. Okay, ich will einfach rauf, ich schlau mal, ja. Hätte ich eigentlich gleich machen können, einfach aufnehmen. Hättest du machen können? Ja.
Okay, hier ist ein leerer Raum. Ja, das passiert mal. Ah, was ist denn das? Stable Ice Core, huh? So. Jetzt geht's hier rauf. Ich bin mal gespannt, wer zuerst die Snowpeen findet. Ja, also ich bin mal gespannt, ob wir da. Wie lange wir da brauchen. Oh, da habe ich mich rausgebracht. Ups. Also Okay. normalerweise kann man die auf der höchsten Stelle im Tempel finden. Ja, dann ich tue mich einfach mal von oben runterbauen. Nee, das ist lame. Wenn, dann gehen wir schon den richtigen Weg. Ja, ich glaube, das ist sogar schon höhere. Das kann gut sein. Okay, ja, der hat wieder Probleme mit dem Schnee. Weißbaum. Lol, ich habe ein verzaubertes Glasschwert mit Reaper Ja. 3. Attack Damage 40. Wow, das ist viel. Ja, und ich bin auch im falschen Turm drin. Oh, okay. Ja, wo ist sie? Weißt Ah, ich was? sehe sie. Also du bist die Angriffsleiste. Ja, ich komme rüber zu dir. Ui, da bin ich direkt in den Raum rein. Okay, was bist du? Also was Blöcke. Gut. Ich würde sagen, einfach rauffliegen und go, go, gib ihm. Ja. Ja. Au. Ja. Das war's schon. Ja. Tribo, cool. Ups. Krieg ich das dann einmal dann, was du bekommen Hier hast? ist Snow Queen. Sehr schön. Wow. Und damit sollten wir dann jetzt. Das ist schön. Jawohl. Jetzt können wir nämlich zurück zum Twilight Towers Portal. Ja. Warte, sneak mal. Aha. Ja. Oh, das ging schnell. Ja. Weil jetzt müssen wir hier direkt in der Nähe, war ja so ein Gebiet mit Regen. Das ist hier drüben schon. Ja. Der Regen ist jetzt weg für uns. Aha, das ist cool. So, und hier suche ich jetzt erstmal ein ganz bestimmtes Gebiet. Da oben ist es schon. Okay. Siehst du, kommen wir mit nach oben auf diese Ja. Wolke. Ah, wie ist man denn hier? Hiervon müssen wir auf jeden Fall Streetwise ins Haus stellen. Ja, da bist du. So. Ganz langsam kommt er. Ja. Oh, so. Okay, der hat meinen Skin an. Krass. Das ist ein Giant Miner. Cool. Und das war's ja schon. Hab Bock, bei ihm zu gehen? Ja, gerne. Wow. Nur so kannst du nämlich hier diese Blöcke abbauen. Fettes Gerät. Oder brauchst du ein bisschen Kobbel? Wow. Hier ist noch einer. Der hat sogar Rüstung. So. Fettes Wort. Du willst also mit mir betteln? Wow. Das haut rein. Ja, das Geile ist, sie spawnen hier nämlich immer wieder neu. Geil. Und ich muss von meinem Ende entfernen. Ein bisschen entleeren. Da ich einen zu goldenen Berg aufräumen. Das machen. So. Aber wir müssen jetzt hier unten. Ja. Okay, das ist gute Neuigkeiten. Ja. Das Ende vom Twilight Towers existiert. Okay. Ah, hier habe ich einen Waypoint in diesem Gebiet. So, das ist nämlich das Lustige. Ja. Die Dorn hier kannst. Die Dorn kannst du nicht abbauen. Das. Wir müssen nämlich jetzt hier erst in der Trollhöhle. Okay. Müssen wir was suchen. So, jetzt geht's schneller. Okay, hier ist, glaube ich, nicht der Eingang. Also du merkst auf jeden Fall, dass du richtig bist, wenn dir Trolle über den Weg laufen und du Ja. in einer gigantischen Höhle bist. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Wirklich, eine wirklich dicke Höhle muss das sein, ne? Ja, also hier gibt es so Trollstern. Ja, Trollstein ist in diesem ganzen Gebiet hier.
Das ist okay. Das ist die aber nicht. Okay, da geht's nicht weiter. Da drüben vielleicht. Okay, da geht's auch nicht weiter. Ja, jetzt ist schon wieder alles verschoben. Okay. So. Und in dieser Trollhöhle müssen wir dann den Tresor von den Trollen aufbrechen. Aha. So. Das Problem ist, ich habe ein fettes Standbild, okay. Das Problem ist aber, es kommt manchmal vor, dass diese Trollhöhle nicht generiert wird. Oh, das wird mies. Ja. Wir schauen jetzt aber erstmal, wenn das nicht der Fall dann sein sollte, ist gut. Und wenn doch, dann cheaten wir uns eben das Item. Ja, ich denke, das geht auch für die Zuschauer, okay. Ja, weil irgendwie müssen wir ja weiterkommen. Ja, wäre kacke, wenn das an so einem Bug endet. Aha. So, da war nichts. Ich bin da unten. Oh, ich weiß noch, damals, dass Speed und ich das gemacht haben. Da sind wir hier die ganze Zeit rumgelatscht, haben alles abgesucht. Ja. Also wir hatten schon das Item hier aus den Trollhöhlen gefunden. Aha. Problem war aber, es war dann das Ende vom Twilight Forest. Da war das Schloss noch nicht da. Oh, das war schade. Aber wir machen jetzt halt wirklich alles vom den Dorn da weg. Wir denken uns nur, das kann es doch nicht sein. Wow, das ist so mies. Mhm. Ist hier irgendwie was? Okay, hier ist auch nicht. Na? Oh, hi. Ah, was ist das? Okay, ich bin in der Trollhütte drin. Ah, okay. Jetzt auch ein Troll? Sind wir gleich nach oben? Also hier müssen wir jetzt erstmal so ein dickes Obsidian-Teil finden. Das ist der Tresor dann. Okay. Da komme ich nicht durch, verdammt. Ganz ehrlich, weißt du, was ich jetzt mache? Ja. Ich nehme den Conic Staff auf Power und mache den auf 9x9x9. Ja, kann man machen, dass es schneller geht. Wird da nichts angegeben. Okay. Lol. Ja. Kann man selbst den Stein kaputt machen? Okay. Ja, hier ist noch ein unzerstörbarer Stein eigentlich noch. Ah, so. Ja. Das kann man. So. Ich stelle mal hier dafür die Sachen nicht mit, außer vielleicht mit dem Dead Rock. Aha. So, jetzt bin ich auch recht da. Hier ist der Eingang, glaube ich. Ja, hier ist der Eingang. So. Okay, hier bringt das jetzt nicht wenig, merke ich schon. Oh, Creeper. Ah, den habe ich gehört. So, verdammt, ich splitter. So. Was? Wo? Hast du gerade gesagt, mein Splitter? Nee, mein Splitter. Ah. So, okay. Ich bin mal gespannt, wo das Teil dieses Mal ist. Ja, also bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Skelett ist gefeit. Okay. Sehr alt. So. Oh. Ja, jetzt ist mein Inventar voll. Wow, Diamanten. So. Das noch weg. Ja, gut. Und das noch weg. Eventuell. Oh, Standbild. Ja, das hatte sie immer auch schon mal. Achso, Cave. Den Tollstein nehme ich auch nochmal mit. Aha. So, ich hier irgendwie was. So, hier. Okay, hier geht's weiter ran. Ah, doch noch nicht. Okay.
Also ich versuche jetzt mal gerade hier so einen Umriss von dem ganzen Teil zu machen. Aha. Vielleicht findet man es ja hier. Ja. Okay, hier geht's hoch. Aha. Das ist schon mal 15 Minuten wieder, ne? Wow, das vergeht schnell. Bist du? Nee, das ist auch nicht. Was würde ich noch Obsidian-Bunker sein, ne? Ja. Okay, da ist auch nichts, da geht es noch raus. Skeleton-Trophy, Was? cool. Ich habe das Skelett-Trophy bekommen. Also, GZ. Oh, danke. Jetzt wollte ich schon wieder fighten, ne? So. Die. Das. Alter. Wo ist das Rest? Ist hier irgendwas? Damit ist auch nichts. Woher habe ich Sticks? Ach ja, vergiss es. Oh, okay. Da komme ich doch locker aus. Oh. Jetzt wünsche ich mir wieder, man könnte wieder so schön cheaten mit Mechanismen. Ja, ich glaube, daran erinnere ich mich sogar noch mit diesem. Da war, glaube ich, der Klaus mit so einem Bogen gewesen, wo er Fackeln verschossen hatte. Nein. Ah, okay. Das war schon ein bisschen teurer, aber. Oh, ich habe es vorne gefunden. Hab ich die Tür bekommen. Okay. LOL. Ja. Ich Idiot. Oh. Ich habe mich gerade zurück zum Portal geportet. Oh, das ist Moment. Weil ich kurz Portal. Ja, ich bin wieder da, das ist es ja nicht. Bloß, was ist wieder den ganzen Weg finden? Okay. Hier ist auch nichts. Komm ich jetzt hier runter? Ich werde schon mal treffen. Jawohl. Ja, ich bin schon wieder da. Okay. So, was ist jetzt aber in diese Sagen? LOL! Ja. Hier sind drei Trolle gespawnt. Keil. Ja, stimmt, ich mache hier auch. Jede Menge Spawnfläche hier. So, was ich aber eigentlich sagen wollte. Ja. Hab ich die Draconicos dabei? Natürlich nicht. Ein großer. Ein großer. Geht doch. War ich hier schon? Aha. Brauche ich was einmal hier? Hier was? Also merkst du, das ist schon was härter zu finden, ne? Ja, so, das dauert schon ein kleines Stück. Also ich glaube, ich habe gleich einmal um den kompletten Komplex hier rumgegraben. Oh, ich bin auch schon wieder draußen. Okay. So, was weiß ich eigentlich, wenn ich dich jetzt abbaue? Ich habe gerade mal wieder die Spitze gefunden. Okay. Also die Decke meinte ich. Ah, das ist auch mal schon wieder rausgekommen, nur. Jetzt mal hier oben. Auch nicht okay. Ich würde gerade jetzt sagen, wenn wir das bis zum. Wollen wir die Folge ein bisschen länger machen? Ja, kann man machen. Ich würde sagen, machen wir die jetzt bei Folge 25, und wenn die bis dahin keiner den Tresor findet, machen wir das offscreen, oder? Ja, ich denke, das geht so.
Weil jetzt hier die ganze Zeit rumrennen, wie wir immer nur suchen und abbauen und suchen und weiter abbauen, ist auch kacken würde. Ja, ah, ich hab ihn. Da ist er. Ja? Jo, Obsidian. So. Sehr schön. Dann mache ich gleich mal ab. Geht ja relativ schnell so. Oh, ich bin auch da. Okay, Magic Beans, Avacel Oil. Okay. Wie soll ich jetzt Redstone? Oh, okay, da ist noch ein zweiter. Okay, da muss ich jetzt was haben. Anscheinend bin ich schon nicht da. Okay, also auf der Karte sehe ich das noch nicht. Da habe ich noch so eine dicke Höhle gefunden. Hier ist auch nichts dabei, okay. Sicher schon auf. Uiuiui. Das sind ein paar zum Knacken. Oh, wobei. Warte, ich mach's jetzt einfach. Oh. Okay, Dash. Hier ist so ein Giant. So high. Obsidian. Ja, das ist es nämlich. Den kann man mit dieser großen Spitzhacke. Genau. Was ist der? Oh, da geht das auch? Nein. Der Giant Obsidian müsste der Vault sein. Aha. Nicht so verwechseln mit dem Vault von Fallout. Ja. So, den packe ich hier mal in den Heck und da so ran. Okay. Kannst du mir ein bisschen Rückendeckung geben? Jo. Ich komme jetzt einfach von oben hier rein. Ja, ich ich mache mal den hier. So ein bisschen Platz, weil das Giant Obsidian würde ich gerne mal mitnehmen. Ja, so ein Block habe ich auch dabei. Es ist halt nur nochmal wie normales Obsidian und ich kann das schneller abbauen. Das ist ein bisschen nervig. Ja, so, das könnte man eventuell auch ein bisschen anders machen, dass es schneller geht. Ich wünsche mir gut, dass sie, dass man nicht ab, wenn man abrutscht hier, dass der Block dann nicht neu gezählt wird. Ja, das stimmt. Okay, hier ist die Truhe. Magic wow. Beans. Das ist und die Lampe. Ah, cool. So. Uberous Circle mitnehmen. Kann ich die eigentlich? Ja gut, die kann man sogar abbauen. Ah, dann ich mir kurz eine davon mit. Ich wollte das kann ich hier. Oh, okay, da wird eine normale Chest raus. Ah, okay. Okay. Da kann man ja jetzt eigentlich sagen, dass wir hier die Folge beenden, ne? Ja, dann gehen wir erstmal auf dort rüber. Ja, aufkommen sind eigentlich nicht. Wir sind eigentlich schon noch draußen. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, in dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.